Age of Wonders 3, das Zeitalter der Wunder. Herzlich willkommen bei diesem Fantasy-Global-Strategiespiel und herzlich willkommen bei mir, Writing Bull. Ich habe einen YouTube-Kanal für Strategiespiele, auf dem ich oft und gerne Previews zeige, Vorschauen von Spielen, die noch gar nicht erschienen sind. Und das trifft auch hier zu, denn das jetzt, was ich euch zeigen möchte, ist das zweite Add-on dieses Spiels. Es heißt Eternal Lords, die ewigen Gebieter, wird erscheinen am 14. April 2015 und ich kann es euch jetzt Ostern 2015 etwa zwei Wochen vorab schon einmal zeigen. Ich habe eine Preview-Version bekommen von Eurovideo, das ist der deutsche Vertriebsdienstleister, die Firma, die die Entwickler unterstützt. Danke an Flo dafür. Die Entwickler, das sind Triumph Studios in Holland, in Delft, und das sind unabhängige Entwickler. Fast könnte man sagen Indie-Entwickler, kommt darauf an, wie man den Begriff definiert. Man stellt sich da ja irgendwelche Kleinststudios vor, wo vielleicht 3-4 Leute vor einem gebrauchten Bildschirm und einem Second-Hand-PC sitzen und irgendetwas zusammenschrauben. Davon kann natürlich hier nicht die Rede sein. Eine große Firma, ein großes Spiel auch. 59 Videos habe ich darüber gezeigt. Schon vor dem Erscheinen habe ich damit angefangen, auch da als Preview. Zu Beginn 2014, im März 2014 war das Spiel erschienen. Dann gab es das erste Add-on, Golden Realms, die Goldenen Reiche, und jetzt halt Eternal Lords. Großes Studio, großes Spiel, wie ich finde. Es gefällt mir wunderbar. Und es gefällt mir wirklich richtig, richtig gut. Sag ich nicht nur so. Ich habe eigentlich eine andere Philosophie oft bei solchen Spielen. Ich bin eher jemand, der es mag, wenn Spiele überschaubar sind, wenn die Zahl der Spielfeatures begrenzt ist. Aber dieses Spiel hier ist ganz anders gestrickt. Es erschlägt einen schier mit einer wahnsinnigen Fülle von Spielelementen, von Spielfeatures. Eigentlich theoretisch gar nicht so mein Geschmack, aber es ist sehr gut umgesetzt. Es ist wirklich sehr sorgfältig und, das merkt man auch, mit ganz, ganz viel Herzblut umgesetzt von den Herrschaften, deren Namen ihr gerade in der Mitte des Bildschirms vorüberflirren seht. Das Erstaunliche jetzt hier bei Eternal Lords, es gibt im Grunde genommen jetzt zeitgleich zum 14. April zwei Updates. Nicht nur eins, und eines der beiden ist kostenlos. Hut ab vor den Entwicklern. Ich zeige euch jetzt natürlich hier offiziell ein Preview von Eternal Lords, aber eigentlich ist es ein Doppelpreview, denn zeitgleich erscheint ein riesengroßes Update gratis. Für alle, also auch für die Besitzer des Grundspiels. Man muss nicht eines der beiden Add-ons gekauft haben. Man kann auch sich mit dem Grundspiel begnügen und kommt trotzdem in den Genuss dieser neuen Features. Das finde ich vorbildliche Entwicklerpolitik. Toll, beide Daumen hoch. Oder nein, lieber nur einen, sonst kann ich die Maus nicht mehr bewegen. Dadurch, dass es jetzt so unglaublich viele Neuerungen gibt, habe ich gleich fast schon Schwierigkeiten, euch alles zu erzählen und ohne lange Reden zu schwingen. Ich zeige euch mal ein paar Sachen einfach. Bei den Szenarien liefert Eternal Lords, also das kostenpflichtige Add-on, zwei neue Kartenszenarien. Das hier ist für 2 Spieler ausgelegt, das hier dagegen für 6 Spieler. Die Kartengröße ist entsprechend. Falls ihr darüber stolpert, was bedeutet das hier? Was bedeuten die Ausrufezeichen? Und vor allem, was bedeuteten diese englischen Wortfetzen zwischen den deutschen Übersetzungen? Kann ich euch erklären, das hier ist eine Preview-Version. Es ist noch nicht die finale Version. Und das heißt, dass hier noch Kleinigkeiten nicht ganz stimmen. Das Balancing ist noch nicht perfekt. Es kann dazu kommen, dass noch hin und wieder ein Bug auftritt, der beim finalen Release raus ist. Und das passiert öfters mal, dass hier die deutsche Übersetzung noch nicht perfekt ist und dass die Entwickler einfach in den nächsten 14 Tagen noch Englisch in Deutsch nachübersetzen müssen. Das könnt ihr daran bemerken, dass hier englische Texte noch drinstehen und mit Ausrufezeichen umrahmt sind. Das sind die beiden Szenarien. Und dann gibt es hier natürlich den Modus, den es vorher auch schon gab und den wahrscheinlich die meisten auch spielen werden irgendwann. Das sind die Zufallskarten mit unendlich vielen Einstellungen, die man da machen kann, sodass man sich wirklich das Spielerlebnis nach eigener Wahl frei zusammenstellen kann. Es gibt auch einen Mehrspielermodus, der über einen Server läuft von Triumph Studios selbst. Und hier gibt es eine Änderung, eine Neuerung auch. Es gibt in Zukunft einen PBEM-Modus noch dazu, also einen, wo Spielstände über E-Mails ausgetauscht werden können. Und der wird mitgeliefert mit diesem Gratis-Update, was das Spiel auf die Version 1.5 hochpatcht. Das heißt, das ist kein gesondertes Feature, das Add-on.
Desert Ons. Habe ich noch nicht testen können, werde ich auch nicht testen. Und ich finde es auch grundsätzlich gar nicht so einfach, dieses Spiel im Mehrspielermodus zu spielen, weil halt ein Teil des Vergnügens dieses Spiels auf der strategischen Karte stattfindet, ein Teil aber bei den taktischen Gefechten. Und das ist immer blöd. Also wenn zwei Spieler von vieren bei einem Multiplayer-Match da gegeneinander antreten und zwei können nur zugucken, dann ist das nicht immer so der Bringer. Aber hier hilft in Zukunft vielleicht dieser PBEM-Modus, sodass man zeitversetzt spielen kann, sodass jeder für sich immer ziehen kann, dann reicht man das Safe weiter. Neuer Feldzug. Es gibt eine weitere Kampagne. Vier Kampagnen gibt es jetzt insgesamt. Die beiden, die ihr ganz unten seht, der Elfenhof und der Staatenbund, die waren mit dem Grundspiel schon ausgeliefert worden. Jetzt kommen neu dazu der Nekromantenfeldzug und mit dem ersten Add-on mit Golden Realms wurden schon die Goldenen Reiche selbst ausgeliefert. Achtung, das Programm warnt uns, nur für erfahrene Spieler geeignet. Wir machen es natürlich trotzdem. Ich werde euch nicht die ganze Kampagne zeigen, aus dem schlichten Grund, weil diese Preview-Version, weil die Entwickler da ausdrücklich darauf hinweisen, dass man bitte nur als Let's Player und als Preview-Mensch nur die erste Mission zeigt, weil die weiteren Missionen dieser Kampagne, die sind noch nicht komplett zu Ende entwickelt. Da gibt es noch einige Fehler, während man diese erste Mission schon so poliert hat, dass sie eigentlich ganz hübsch ist und schon funktionieren sollte. Nekromantenfeldzug, erste Mission, zeige ich euch jetzt. Catherine is ready to choose her consort and reforge the alliance of the... Hört hin, es gibt einen englischen Sprecher. But my ancestors' dedication to protect... Könnten wir uns jetzt alles von ihm vorlesen lassen, machen wir aber nicht. Dazu habt ihr mich ja und vor allem, das ist ein deutsches Let's Play. Hier seht ihr schon mal eine der ganz gewichtigen Neuerungen von Internal Lords. Es gibt ein neues Volk. Das sind die Frostlinge und die spielen wir hier auch. Es gibt auch ein zweites neues Volk. Das sind die Tigrana, heißblütige Katzenwesen aus dem Süden, die eigentlich, wenn man als KI-Gegner auf die trifft, eher friedlich sind. Es sei denn, sie werden gereizt, dann können die ganz schön böse werden. Das sind die beiden neuen Völker, Frostlinge und Tigrana. Und es gibt eine neue Klasse. Age of Wonders 3 Veteranen unter euch wissen, es werden ja immer Völker und Klassen miteinander kombiniert, sodass jede Fraktion, die man spielt, immer Eigenschaften von beiden Modulen hat, von dem Volk oder von der Rasse und andererseits von der Klasse halt. Und hier gibt es auch eine weitere Klasse, nämlich die Nekromanten. Und in dieser Kampagne spielen wir halt beides, die neue Klasse Nekromanten kombiniert mit dem neuen Volk der Frostlinge, mit diesem Anführer hier, mit Arvik dem Dunklen. Und ich lese mal vor. Die Clans der Frostlinge sammeln sich. Eine neue Hochkönigin hat den Thron von Midwinter bestiegen und ist nun bereit, einen Gemahl zu wählen und das Bündnis der Clans zu erneuern. Der Clan Warnheim blickt auf eine stolze Geschichte zurück. Doch da meine Vorfahren sich dem Schutz des Reiches verschrieben hatten, ist unser eigener Besitz verfallen. Ich bin der letzte Spross unseres Hauses. Ich muss die Gunst der Königin gewinnen und Wiedergutmachung für unsere Opfer erlangen. Also hier in diesem Fantasy-Spiel, da heiratet man nicht aus Liebe, da heiratet man aus diplomatischer Notwendigkeit. Wie schön, dass sich da ein bisschen was gewandelt hat aus den Zeiten dieses fiktiven Mittelalters bis in die Gegenwart hinein. Normalen Schwierigkeitsgrad spielen wir und wir machen den Modus, dass man nacheinander zieht, ganz klassisch hier. Rundenstrategie nicht verwässert und nicht mit diesem Echtzeitelement, das die KI gleichzeitig ziehen kann. Das mag ich persönlich nicht. Ihr vielleicht ja doch. Auch hier wieder verschiedene Begriffe auf der Karte sind noch nicht perfekt übersetzt. Die neue Königin. Ich beginne diese Aufzeichnungen, um die letzten Tage des Clans Warnheim für die Nachwelt festzuhalten oder aber seine Wiedergeburt. Was von beidem es sein wird, jetzt wird es sich entscheiden. Früher einmal waren wir stark, ein mächtiges Bollwerk gegen Invasionen aus dem Süden. Als der Staatenbund in unser Land drängte, hielten wir Stand und färbten den Schnee mit ihrem Blut. Aber der Preis war zu hoch. Der Frieden, dessen sich die Clans heute erfreuen, wurde mit dem Leben unserer Ahnen erkauft. Welche Opfer wir brachten, kümmert die anderen Clans nicht. Sie lauern nur darauf, sich unser Land unter den Nagel zu reißen. Auf dem Weg zur Krönungszeremonie in Midwinter sank mir das Herz. Eine Verbindung mit der neuen Königin Sahnhild
könnte meinem Clan wieder zu Größe verhelfen, aber ich wusste, ich war nicht der Einzige, der sich Hoffnungen machte. Zuki vom Clan Brago, dem wohlhabendsten Hause, Firik, der Hohepriester vom Clan Eldua und Fjarnor, der Wächter des großen Gletschers, drei mächtige Fürsten werben um die Gunst der Hochkönigin. Als ich mich der Hochkönigin vorstellte, wurde ich von meinen Mitbewerbern verspottet. Sie nannten mich Fürst von und zu Schutt und Asche. Ich sah sie dort, gemästet mit Reichtümern, für die meine Leute ihr Leben gelassen hatten, und forderte sie alle drei zu einer Prüfung des Blutes heraus. Der Kampf soll in den Ebenen des Kernlandes stattfinden, und wir werden ihnen zeigen, welche bittere Lektionen der Krieg uns gelehrt hat. Selbst wenn es die Letzten unseres Clans das Leben kostet, wir treten unseren Ahnen mit Stolz entgegen. Ich machte mich auf zur Ahnenhalle, dem heiligen Ort, an den wir die Leichen unserer größten Vorfahren bringen. Eingeschlossen im Eis wachen ihre toten Antlitze über uns, damit wir sie nie vergessen, ein Leben nach ihrem Beispiel führen und uns darauf vorbereiten, im Tode wieder mit ihnen vereint zu sein. Zahllose Stunden habe ich Zwiesprache mit ihrem Schweigen gehalten, und mein feuchter Atem hat das Eis zwischen uns nur noch dicker gemacht. Sie antworten nicht. Sie haben noch nie geantwortet. Clan Warnheim hat die großartigsten Krieger unter den Frostlingen, doch was nutzen sie uns heute? Leere Hüllen dessen, was sie einst waren. Und wenn sie gar nicht leer sind, hörte ich eine Frauenstimme aus den Schatten, wenn sie nur auf jemanden warten, jemanden, dessen Wille stark genug ist, um sie zu rufen, ihnen zu neuem Ruhm zu verhelfen? Ich verlangte zu erfahren, wer da sprach, wer es wagte, die heiligste aller Hallen mit solcher Blasphemie zu beschmutzen, und dann sah ich sie, rabenschwarzes Haar, klare Züge, eine Elfin. »Mein Name ist Melinis«, sagte sie, »und ich bin gekommen, um euch euren Clan zurückzugeben.« Um sie her sah ich Bewegung, meine Ahnen, sie regten sich im Eis, versuchten auszubrechen, zu neuem Leben erwacht. »Zeigt es mir«, flüsterte ich. »Das ist die Elfin, die uns hilft, im Kampf gegen die drei anderen Clan-Anführer der Frostlinge, mit dem wir um die Gunst der Königin der Frostlinge wetteifern, und sie bringt uns jetzt ein Heer unserer Ahnen, ein Totenheer mit und stellt es uns zur Verfügung. Da sind wir, Arvik der Dunkle, und Melinis spricht noch einmal zu uns. Ihr habt diese Prüfung des Blutes begonnen, um einen ehrenhaften Tod zu finden, aber der Tod hat euch bereits gefunden und ist euch wohlgesonnen. Belebt die Ruinen eurer Hauptstadt hier wieder und ihr werdet sehen, dass der Tod nicht das Ende ist. Ich werde eure Fortschritte von jenseits der Schatten beobachten. Und was sie meint, das sind hier. Hier war mal eine Stadt. Hier sind hier nur Ruinen. Und inmitten der Ruinen ist hier das Toten, das Untotenheer, das Arvik mitgegeben wird von dieser Elfin, eine Todesfee. Hier seht ihr sie. Dann weitere Ghouls, weitere dieser untoten, bösen Raubtiere. Ein Frostling-Harpunenwerfer, ein Frostling-Plünderer, ein Frostling-Eisformer, beziehungsweise ein Trupp von ihnen, und hier verlorene Seelen. Ganz wenig Trefferpunkte. Und dann haben wir hier noch zwei bullige, auch Ghouls, auch diese Monster, diese untoten Monster, aber Frostling-Mammutreiter. Sowohl was da oben reitet, als auch das Reittier darunter sind untot und grausig anzusehen. Was unglaublich starke Einheiten. 80 Trefferpunkte, das ist richtig viel. Und dann haben wir hier noch Arvik himself. Hier ist er. Arvik der Dunkle. Hier ist sein Inventar. Einen schwarzen Zauberstab führen wir mit uns mit und können dadurch nicht nur die Nahkampfangriffe führen, sondern auch schwarze Blitze schleudern, können wechseln zwischen Nah- und Fernkampf, können auch Zauber wirken.
Das können ja alle Heldeneinheiten, formal ist auch der Anführer ein Held. Wir haben aber nur, hier oben seht ihr es, 20 Zauberpunkte. Das ist nicht allzu viel. Und das ist vor allem deshalb wenig, weil wir mehr Zauberpunkte brauchen, um unsere Quest zu erfüllen, die Prüfung des Blutes. Das ist nochmal die Hintergrundgeschichte, kurz erklärt. Wir müssen 3-mal Gegner besiegen, also 3 feindliche Clanherren der Frostlinge müssen wir besiegen. Rundenlimit haben wir keins, wir könnten uns ewig damit Zeit lassen. Das ist eine Siegvoraussetzung. Wir müssen natürlich den Frieden mit Sahnhild wahren, mit unserer Hochkönigin, klar. Die wollen wir ja nicht abschlachten, sondern heiraten. Sie soll uns ehelichen. Dann wird unser Clan neu geboren. Dann gibt es hier noch das Problem, Ruine animieren. Das ist hier diese Stadt hier, hier rechts seht ihr das. Und in den eisigen Boden sind legendäre Krieger alter Zeiten eingeschlossen. Melanis hat mir beigebracht, wie ich eine Ruine wiederbelebe und so den zerstörten Städten ihren früheren Ruhm zurückgebe. Meine edlen Ahnen werden an meiner Seite kämpfen. Aber die Krux ist, ich klicke hier mal drauf, dann geht das In-Game-Lexikon ploppt dann auf, das Buch der Wunder. Ich klicke mal drauf. Hier ist ja alles sortiert, kennt ihr vielleicht als Age of Wonders 3 Veteranen hier. Sind verschiedene Reiter, Lesezeichen im Buch, man kann alles nachschlagen, alle Spielelemente sehr schön gelöst. Und auf der rechten Seite seht ihr aber den Haken mit den Zauberpunkten, ich hatte es eben angedeutet. Dieser Zauber Ruine reanimieren, wie man also aus dem Nichts, aus den Ruinen einer alten Stadt, die Stadt mit allen bestehenden Gebäuden wieder auferstehen lassen kann. Dieser Zauber kostet 60 Zauberpunkte, das ist verflucht viel. Jetzt kann man die ansparen, man kann 3 Runden lang warten und dann nach 3 Runden, wenn man die 60 Zauberpunkte, 20 Erzeugungen pro Runde beisammen hat, den Zauber wirken. 60 Mana kostet er auch, er kann aber auch eine Abkürzung wählen. Und das mache ich jetzt mal, denn wenn ihr mal genau hinschaut, schaut mal hier, was hier im Boden ist, seht ihr diesen blauen Klumpen, diese blaue Kugel, das sind Zauberreagenzien. Die da herumliegen in dieser Mana-Pfütze und darauf warten, dass wir sie bloß aufnehmen. Ich zieh mal rein mit unserem Helden. Und 64 Zauberpunkte bekommen wir dazu, haben jetzt 84. Und das sollte eigentlich schon reichen, um hier diese Stadt auch wieder auferstehen zu lassen. Da klicke ich mal drauf. Mit 4 Startzaubern starten wir. Weitere müssten wir erst erforschen, das machen wir gleich. Einer hier aber ganz wichtig, mit dem können wir sofort Ruine reanimieren, baut die niedergebrannte Zielstadt sofort auf, das machen wir jetzt, kostet uns 60 Mana, 150 haben wir, das ist okay, 60 Zauberpunkte, wir haben jetzt einmalig so viele, können wir das sofort machen, ohne lange warten zu müssen. Hier, man kann nur in das Feld in die Mitte klicken, nicht in die umliegenden, und sehr hübscher Effekt. Melanis spricht zu uns, ihr habt den ersten Schritt zum Wiederaufbau eures Reiches abgeschlossen, doch euch steht noch viel mehr bevor. Ihr werdet für immer als einer der ewigen Fürsten herrschen und lernen, ein wahrer Vorbote des Todes zu sein. Zunächst müsst ihr aber eure Grenzen sichern, indem ihr die Ruinen der anderen Städte wiederbelebt. Andere Städte? Sehen wir die schon? Wo sind die? Hier rechts ist eine weitere dieser Städte, die wir wiederbeleben können mit diesem Zauber. Ihr seht ja diesen Gral, diesen Kelch, der darüber aufleuchtet. Wenn ich ja darauf klicke, schaut mal, ich klicke drauf, links oben, erscheint das Symbol und daran erkennt man hier, das ist eine von diesen 3 Ruinen, die wir reanimieren müssen. Bei einer haben wir es geschafft und hier im Süden, hier ist die dritte. Hier auch ein Kelch und noch eine Ruine, seht ihr. Aber das dauert ein ganzes Weilchen. Ich gehe mal der Reihe nach hier vor. Ihr seht, es ist ein Hexfeld. Spiel mit 6 Ecken kann man auch, das mache ich mal ganz kurz hier für den dahingeleiten über die Spielwelt, mal kurz wegmachen. Was sehen wir hier alles auf dieser Karte hier in der Minimap? Seht ihr, es ist der linke, der westliche Kartenrand, wo die anderen Clans der Frostlinge sind, wissen wir noch nicht, müssen wir alles aufdecken. Hier seht ihr so viele Gebäude, die Boni geben, wenn man drüber zieht. Einige von diesen Gebäuden, die sind auch besetzt mit unabhängigen Einheiten, die man erst besiegen muss im Kampf auf taktischen Gefechtskarten, damit man sich die Boni, die einmaligen oder vielleicht auch dauerhaften Boni dieser Geländefelder zu eigen machen kann.
manche dagegen, an die traue ich mich jetzt noch gar nicht ran. Hier, Schloss des Lichtkönigs, Schatzfundort legendär. Das heißt, da sind gewaltig starke Truppen, da traue ich mich nicht hin. Typisch Age of Wonders 3, unglaublich viele Spielelemente hier, die es gibt auf der Karte. Wachtürme und zwischen den beiden Wachtürmen gelegen, die dritte Stadt, auch besetzt hier von Knochensammler, einem Monster und anderen Einheiten daneben. Die müssen wir erstmal besiegen. Knochenweibern. Und hier links im Meer gelegen, junge Kraken, die hier diesen Strudel hier bewachen. Diesen tosenden Mahlstrom. Und hier an der Küste reiten wir noch nicht, aber hier ist so eine Kreuzung mit drei verschiedenen Straßen. Hier könnte man vielleicht ganz gut eine Stadt gründen. Dazwischen ein Landgut, ein Schrein des Schädelfürsten. Und hier ein Stromfelssteinbruch. Hier rechts ein Runenstein der kalten Wut. Alles bitterkalt, ja. Was für uns aber gut ist, das mögen wir Frostlinge. Und auch hier einige Gegner gleich in unserer Nähe. Diese Meldung hier ist klar, das haben wir auch schon gemacht. Wählt ein Talent zum Erforschen. Wir haben 37 Forschungspunkte pro Runde. Noch nicht allzu viel, sollten wir bald erhöhen. Und damit wir mehr und schneller zaubern können, werde ich mal als erstes die Nekromantie erforschen lassen. Dann werde ich plus 10 Zauberpunkte pro Runde haben. Dauert, wie ihr das seht, 2 Runden. Das geht relativ rasch. Eben wären es noch 3 gewesen. Das geht, weil diese Stadt hier so mächtig ausgebaut ist. Ich zeige euch das hier auch mal. Wir gehen mal in die Stadt rein. Hier seht ihr in den 4 Reitern. Hier seht ihr die Einheiten, die wir bauen können. Hier die Gebäude, die wir errichten können. Hier Sonderbefehle wie Niederbrennen machen wir natürlich nicht. Und das, was es hier schon gibt an Gebäuden, das ist richtig, richtig viel. Wie gut, dass wir diese Stadt nicht neu aufbauen mussten. Dann wäre hier nämlich so gut wie nichts gewesen. Unser Volk, die Frostlinge, Halle der Baumeister, ganz, ganz wichtig. Damit wir hier extra Produktionsboni bekommen. Das ist hier diese Ressource hier, mit der wir schneller Gebäude bauen können. Das hier sind die Forschungspunkte. Das da links daneben die Mana-Einkünfte dieser Stadt. Die wir zum Zaubern aufbrauchen, die Goldeinkünfte, die wir brauchen. Und hier rechts, das ist das Bevölkerungswachstum, ja. Auch Untote Bevölkerung kann wachsen, gründlich. Und hier haben wir eine Kaserne, die uns erlaubt, bestimmte weitere Gebäude zu bauen und bestimmte Einheiten zu rekrutieren. Einen Schrein für Mana, gründlich. Einen Tempel, der uns noch mehr Mana gibt pro Runde. Einen dunklen Turm des Nekromanten, der zur Basilika führt und uns neue Einheiten freischaltet. Eine Erntner-Gilde, die 200 Bevölkerung pro Runde erzeugt. Im Bevölkerungsüberschuss wirklich wichtig. Und dazu gehört natürlich auch die Balsamierer-Gilde hier dazu. Auch die gibt eine ganze Menge an Bevölkerung. Und ganz, ganz wichtig, schaut mal, was da steht im Hilfetext. Dritte Zeile und vierte. Untote Einheiten der Stadt regenerieren 50% Lebenspunkte pro Runde. Ganz, ganz wichtig. Warum? Weil wir Ghouls, wir Untoten, unsere Nekromantenfraktion, wenn unsere Einheiten im Kampf geschwächt werden, wenn die an Lebenspunkten verlieren, dann gewinnen die keinen dazu mehr später. Die können nicht regenerieren. Schaut mal hier, bei Untot, regenerationsunfähig sind wir. Das hat Vorteile. Viele Moral, Boni und Mali vor allem gelten nicht für uns. Also schaut mal hier oben in die Stadt. Die Kampfmoral der Armee wird nicht dadurch beeinflusst hier, ob wir die Bevölkerung, ob wir jetzt vielleicht einen Unzufriedenheitsmalus haben. Aber können hier halt auch unsere Einheiten nicht regenerieren. Hier steht es nochmal extra. Diese Einheit regeneriert keine Lebenspunkte. Wir können im Kampf, kann unser Hauptheld hier, der Arvik, der kann einen Zauber Untotenheilung aussprechen und dann im Kampf 20 Lebenspunkte bei einer Untoteneinheit, 20, tja, Konstitutionspunkte bei dieser Einheit wiederherstellen. Aber ansonsten müssen wir die tatsächlich, sollten wir die in die Stadt dann zurückbringen, damit die hier schneller wieder über Lebenspunkte verfügt. Das ist der Start hier in dieser Kampagne. Was werden wir als nächstes machen? Wir werden
versuchen, die anderen beiden Städte aufzubauen. Wir werden Kämpfe führen auf taktischen Gefechtskarten. Ich werde euch mal zeigen, wie diese Frostlinge im Kampf, wie die sich durchsetzen können, wie die ihren Gegner fertig machen. Und ich habe natürlich fast noch nichts von den vielen, vielen Features, von den Updates erzählt, die es gibt durch das Gratis-Update und auch durch das Add-on. Das werde ich euch Schritt für Schritt erzählen können im Laufe dieser Let's Play-Reihe. Dieses Spiel übrigens kostet, das als Vorab-Info, nach jetzigem Stand, 14 Tage vor dem Release, soll es kosten knapp 20 Euro und 19,99 Euro nach den mir jetzt zur Verfügung stehenden Informationen ausschließlich als Download-Titel zur Verfügung stehen. Bald bin ich wieder bei euch mit der Fortsetzung dieses Let's Plays und wieder mit Eternal Lords. Bis dann, macht's gut und zieht euch warm an, es scheint ja wirklich bitter, bitter kalt zu sein.